herzlich willkommen hier bei meinen Video-Tutorials. Das Thema heute ist ein Wasserglide. Es wird ein zweigeteiltes Video sein. Im heutigen Video geht es um die Erstellung der Bilder beim Shooting und in der nächsten Woche geht es dann um die Bearbeitung der Bilder in Photoshop. Was ist es? Was handelt es sich dabei? Ein Wasserglide? Giselle Bündchen hat es vor ein paar Jahren das erste Mal in einer Werbekampagne getragen. Das heißt, das Model hat eigentlich nichts an und bekommt dann in Photoshop ein Kleid aus Wasser angezogen. Und die Videos, wie gesagt, dazu werden zweigeteilt sein. Heute geht es also um den Shooting-Part. Und wichtig bei einem solchen Composing, bei einer solchen Montage ist es natürlich immer, vor einem mittelgrauen Hintergrund zu fotografieren, um auch sicher zu sein, hier alle Hintergründe einfügen, kombinieren zu können. Wie könnt ihr sicher sein, dass euer Hintergrund mittelgrau ist? Ganz einfach, ihr fotografiert euren Hintergrund ohne das Modell vorne dran. Dann kontrolliert ihr das Histogramm eurer Kamera und wenn der Peak des Histogramms genau in der Mitte ist, dann wisst ihr, ihr habt einen neutralgrauen Hintergrund. Ansonsten ist die Ausleuchtung relativ simpel. Wie gesagt, zwei Blitze auf den Hintergrund, um hier eine einheitliche Ausleuchtung zu bekommen. Mene, die war bei mir im Studio, eines meiner letzten Shootings, oder das letzte Shooting in meinem alten Studio, deswegen bitte ich auch die Unordnung da etwas zu entschuldigen, die auf den Bildern zu sehen ist. Mene wurde etwas einseitig beleuchtet, um etwas Spannung reinzubringen, um etwas Licht und Schatten auch reinzubringen. Und ganz wichtig bei solchen Aufnahmen ist die Dynamik, denn das Wasserglide ist was Dynamisches und es soll natürlich auch die Pose des Models was Dynamisches an sich haben und aus dem Grund habe ich zusätzlich noch die Windmaschine angeschmissen, damit die schönen blonden Haare von der Mene auch schön flattern und das Ganze gut zum Kleid passt. Ja, um es aufzuwärmen, haben wir vorher noch ein paar normale Porträts geschossen. Ich denke, da sind auch ein paar ganz schöne Aufnahmen bei rumgekommen. Das zeige ich euch zum Einstieg auch noch. Wie gesagt, der Teil 2, die Bildbearbeitung zum eigentlichen Composing, seht ihr dann nächste Woche. Eins vielleicht noch zum Thema Wasserfotografie. Auch da gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten. Auch hier gilt ein neutralgrauer Hintergrund. Und die Wasserspritzer sollten in dem Fall eigentlich nicht von vorne, sondern von hinten beleuchtet werden. Das heißt, stellt einen Blitz von hinten auf. Und ganz wichtig auch, macht genügend Aufnahmen. Denn ihr werdet, um das optimale Kleid zu finden, werdet ihr sehr, sehr viele Aufnahmen, verschiedene Spritzer, Wasserschwapps und so weiter, das ist der Plural von Schwapp, Schweppe, keine Ahnung, werdet ihr auf jeden Fall genügend Auswahl brauchen, um hier die optimalen Voraussetzungen zu finden, um dieses Kleid basteln zu können. Ja, wie gesagt, heute erste Teil Shooting. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der Bildbearbeitung in Photoshop. Bis dann!